Handballerinnen verlieren EM-Test gegen Russland. Die deutschen Handballerinnen haben zwei Monate vor der Europameisterschaft in Frankreich, 29. November bis 16. Dezember, einen Härtetest gegen Olympiasieger Russland verloren. In Dessau-Roßlau unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Henk Gröner 31:35, 15:14 Uhr. Am Sonntag, 15.00 Uhr, testet die deutsche Auswahl in Nordhausen erneut gegen die Russinnen. Im ersten Spiel unter der neuen Kapitänin Kim Nijinevicius präsentierte sich die deutsche Mannschaft in einem umkämpften Duell lange Zeit ebenbürtig. Erst in der Schlussphase konnten die Russinnen ihre individuelle Klasse ausspielen. Bei der EM trifft die DHB-Auswahl in der Gruppenphase auf Vize-Weltmeister Norwegen 1. Dezember, Rumänien 3. Dezember und Tschechien 5. Dezember. Alle Vorrundenspiele absolviert Deutschland in der Hafenstadt Brest.